Sie haben immer mehr PS und sie werden immer größer. Landmaschinen. Egal, was auf den Feldern angebaut oder geerntet wird. Und ganz egal, wo. Längst entscheidet ihre Größe mit darüber, ob die Menschen genug zu essen haben. Pro Jahr stellt die Industrie weltweit Agrartechnik im Wert von rund 110 Milliarden Euro her. Allein auf die europäischen Hersteller entfällt davon ein Viertel. Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Frank Seefeld ist hier mit einem 580 PS starken Case Quadrac unterwegs. Mit dem Kettentraktor bearbeitet er einen 20 Hektar großen Acker. Und die Faszination, die das Fahrzeug auslöst, ist nicht zu überhören. Es ist halt schön, was großes, kräftiges Pferd, man ist stolz darauf zu fahren. Ja. Ich fahre nur schon ein Leben lang Trecker, haltlos einen richtig großen Trecker. Als kleiner Junge, wenn ich nicht auf dem Hof war, wusste meine Mutter, der brauchte bloß hören, wo ein Trecker brummt, da ist er. Der Raupenschlepper ist mit Hightech ausgestattet. Insgesamt wiegt er 25 Tonnen und zieht selbst schwerstes Ackergerät mühelos hinter sich her. Die vier Kettenlaufwerke verhindern, dass der Koloss im matschigen Untergrund versinkt. So meistert er jedes Terrain. Also auf der Straße ist er ein bisschen ruppelig wegen die Ketten. Da fährt er nicht so schön, aber auf dem Acker, wo viele Löcher, weiche Stellen und Spuren sind, da geht er ganz sanft drüber wie eine Miezekatze. Also man merkt gar nichts. Auf der Teerstraße ruppelt er so ein bisschen, aber sonst fährt er wunderbar. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es riesige Flächen Ackerland. Diese besonders fruchtbare Region wird auch als Kornkammer Deutschlands bezeichnet. Mit Feldern von unvorstellbarer Größe. Es ist das Einsatzgebiet des Agrarservice Vorpommern. Das Lohnunternehmen hat 25 Mitarbeiter und bewirtschaftet Tausende von Hektar Land im Auftrag eines einzigen Besitzers. Carsten Stegelmann ist der Geschäftsführer des Betriebes. Er ist mit dem Auto unterwegs, um Vorbereitungen für die Ernte zu treffen. Im Kofferraum befindet sich eine spezielle Technik. Eine RTK-Mobilfunkanlage. RTK steht für Real-Time Kinematic. Die Anlage arbeitet wie das Navigationssystem eines Autos satellitengestützt. Die empfangenen Daten werden mittels GPS-Technik in die Kabine des Mähdreschers übertragen und sorgen dafür, dass dieser das Feld zentimetergenau aberntet. Das ist ein Korrektursignal im Hintergrund. Wir nutzen die Technik aus dem All. Die wird hier einmal korrigiert, um die genaue Arbeitsbreite, die der Mähdrescher hat. Der Mähdrescherfahrer kann auf Automatik stellen, kann dann im Druschvorgang automatisch lenken und kümmert sich um andere Vorgänge, die im Mähdrescher dann notwendig sind, Druscheinstellung und Ähnliches. Vor allem die Größe der Flächen macht den Einsatz der riesigen Mähdrescher erforderlich. Auch diese Modelle besitzen ein Raupenfahrwerk. 585 PS haben die Mercedes-Benz-Motoren der Drescher. Ihre Schneidwerke sind 12 Meter breit. Damit kann ein Mähdrescher 55 bis 60 Tonnen in einer Stunde abernten. Ganze 22 bis 25 Tage bleiben dem Unternehmen, um mit vier dieser riesigen Mähdrescher die Flächen eines einzigen Großbetriebes abzuernten. 2000 Hektar, umgerechnet so groß wie 2800 Fußballfelder. Um das zu schaffen, sind die Mähdrescher in der Erntesaison manchmal Tag und Nacht unterwegs. Der Mähdrescher hat ja schon diese Landtechnik Innovation voll durchlaufen. Der hat heute schon dieses Landwirtschaft 4.0 fast drin, indem er lenkt von alleine, indem er Ertragsmessung auf den Quadratmeter darstellt,
Ertragskarten nimmt, sich selber die Leistung sucht. Also man nennt das Cruise-Pilot, der heißt, der fährt optimal so, wie der Mähdrescher den Durchsatz hat, so kann er im Grunde genommen auch seine Fahrgeschwindigkeit bestimmen. All das kann dieser Mähdrescher heute schon. Und in Zukunft wird es auch so sein, dass der Mähdrescher sich selber auch einstellt. Das heißt, die Siebe, die Rotordrehzahlen, all das wird er im Grunde genommen optimieren, ein Optimierungsprogramm im Hintergrund, sodass der Fahrer sich rein auf Kontrolle und auf Fahren eben dann bezieht. Der Fahrer ist längst so etwas wie der Manager der Maschine und dafür zuständig, dass sie so viel wie möglich leistet. Unterstützt wird er dabei von einem automatischen Cruise Pilot System. Es sorgt dafür, dass sich der Mähdrescher pausenlos an seiner Leistungsgrenze bewegt und ein Maximum an Fläche aberntet. Auf den Böden in Vorpommern haben sich die Halbraupenfahrwerke durchgesetzt. Jeder dieser Mähdrescher hat ein Leergewicht von 16,2 Tonnen. Die speziellen Fahrwerke sorgen dafür, dass die Ernteriesen nicht so tief in den Boden eindringen und die Flächen somit maximal geschont werden. Denn dank dieser Technik verteilt sich das hohe Gesamtgewicht des Mähdreschers viel besser auf die Achsen der Maschine. Also die Raupenlaufwerke haben die Vorteile, dadurch, dass die Schneidwerke so groß sind, so breit sind und dadurch auch gleichzeitig so schwer geworden sind, haben sie halt die Vorteile, das schwere Gewicht besser tragen zu können. Es gibt keinen Reifen, der dieses Gewicht tragen kann. 13.500 Liter fasst der Tank des Mähdreschers. Und genauso schnell, wie geerntet wird, wird der Weizen von den Feldern abtransportiert. Pro Jahr sind es allein beim Agrarservice Vorpommern 20.000 Tonnen. Im Einsatz sind dafür 9 Großtraktoren mit je 400 PS. Jeder von ihnen kommt jährlich auf rund 1.000 Betriebsstunden. Die hohe PS-Zahl ist wichtig, um die schweren Getreideanhänger schnell ins betriebseigene Kornlager oder zum Schiff in den Hafen von Rostock zu bringen. 90% des Weizens aus Vorpommern werden exportiert. Oft ein Wettlauf mit der Zeit. Denn um bei der Qualität auf dem Weltmarkt mithalten zu können, muss schnell geerntet und geliefert werden. Größter Feind der hiesigen Landwirte ist das schlechte Wetter. Wir haben ja den Nachteil in Mecklenburg-Vorpommern, dass unser Erntefenster ein bisschen später ist als Gesamtdeutschland, Mitteldeutschland. Und dadurch natürlich auch die Gefahr an Regentagen zunimmt. Und deswegen ist die Nachfrage nach größerer Erntetechnik auch immer da, um noch schneller in diesen kleinen Erntefenster diese guten Qualitäten und Mengen zu ernten. Und das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Ernte alles passen muss. Das Team rückt aus, allerdings nicht komplett. Ausgerechnet jetzt ist ein Mähdrescher ausgefallen. An dessen Reparatur wird nun hartnäckig gearbeitet. Den Mitarbeitern sitzt die Zeit im Nacken, denn für den Abend ist ein Regengebiet angekündigt. Und die Ernte muss trocken eingefahren werden. Modernste Technik bedeutet nicht immer, dass sie auch jederzeit funktioniert. Also wir haben gestern Abend festgestellt, dass der Variator oben, dass der komplett lose war auf der Welle. Die Anlaufscheibe ist weg, das Lager war kaputt. So dementsprechend ist die Welle hier eingelaufen. Und nun mussten wir halt das ganze Lager erneuern, den Variator erneuern, die Welle erneuern, alles mit dem Service zusammen wieder reparieren. Und nun ist natürlich in der Zeit die letzte Phase nochmal, wo wir nochmal richtig Gas geben müssen in der Ernte, natürlich schwierig, aber wir werden es auf jeden Fall noch schaffen. Das ist halt doof, weil das Wetter einem im Nacken sitzt, aber wir kriegen es hin. Die Chancen sind gut. Das Team hat noch in der Nacht reagiert und vorgearbeitet. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, bin nach Wittstock gefahren. Das ist ein großes Ersatzteillager, ein Logistikzentrum für dieses Produkt. Dort das Ersatzteil abgeholt, hier wieder hergefahren, damit wir das hier dann einbauen können und damit die Maschine wieder einsatzbereit ist. Für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir zeitnah Ersatzteile zur Verfügung haben, die wir dann im Grunde genommen selber dann oder in Verbindung mit den Fachhändlern einbauen können, um die Maschine immer einsatzbereit zu halten. 2 Stunden später ist der Drescher wieder auf dem Feld. Der Kampf gegen den drohenden Regen scheint gewonnen. Doch dann hat Jens Müller mit dem nächsten Malheur zu kämpfen. Unverhofft kommt oft. Irgendetwas ist mit dem Schneidwerk. Ein Messer ist abgebrochen. Das sorgt für Probleme bei der Kornaufnahme.
Doch der Drescherfahrer hat das passende Werkzeug parat. Was genau ist passiert? Ja, also es war zu sehen, dass das Getreide stoppt vorne im Schneidweg. Und dann frisst er sich das nicht mehr sauber rein. Und unten in der Erde, dadurch, dass man so tief mähen muss, ist dann ein Stein reingekommen. Und der bricht dann die Klinge weg. Jede Störung während der Ernte wird sofort Geschäftsführer Carsten Stegelmann gemeldet. Doch der ahnt schon, dass ein Mitarbeiter die Lage unter Kontrolle hat. Bereits Kleinigkeiten können große Auswirkungen auf die Hightech-Maschinen haben. Die Schneidtechnik ist ja so abgestimmt, dass das überlappt. Das heißt, jedes Messer hat auch seine Funktion hier und dient dazu, genommen, jeden Halm mit der Fahrgeschwindigkeit abgestimmt abzuschneiden. Wenn eins fehlt, entsteht dann Stau und dann passiert sowas, wie wir hier gesehen haben, dass es dort vorschiebt, nicht richtig abgeschnitten wird und muss ausgetauscht werden. Jedes Messer hat seine Funktion. Große Lohnunternehmer wie Carsten Stegelmann sind es auch, die alle 2 Jahre nach Hannover kommen. Hier findet die internationale Leitmesse für landwirtschaftliche Technik statt. Fast 500.000 Besucher kommen, um sich vor Ort Anregungen für zukünftige Anschaffungen zu holen. Für besondere Furore sorgt in Hannover eine neue Generation von Mähdreschern. Dieses Modell ist einer der leistungsstärksten Mähdrescher der Welt und hat ein Schneidwerk von 13,8 Metern. Präzision und Effizienz sind die Schlagworte für die internationale Vermarktung dieses Ernteriesen, der einen 790 PS starken LKW-Motor von MAN hat und in nur einer Stunde bis zu 44 Tonnen Getreide ernten kann. In den Speichern des Hochleistungsmähdreschers ist Platz für bis zu 18.000 Liter Getreide. Klaus Schäfer gehört mit zum Entwicklerteam und ist mächtig stolz. Doch wo kann diese rund 1 Million Euro teure Technik überhaupt eingesetzt werden? Und wer sind die Kunden für diesen XXL-Mähdrescher? Das kaufen Großlandwirte oder große Lohnunternehmer, die große Flächen abzuarbeiten haben. Das sind Großbetriebe im Norden, im Osten, die mehrere tausend Hektar bewirtschaften und die sehr professionellen Ackerbau betreiben, die möglichst effizient große Flächen in kurzer Zeit mit wenig Leuten bearbeiten wollen. Um ja, uns alle zu ernähren, morgens beim Frühstücksbrötchen und abends beim Glas Bier. Rund 54.000 Bauteile stecken in dieser neuen Mähdrescher-Generation, die mit 13 Modellen an den Start geht. Ein technisches Highlight, denn zahlreiche digitale Komponenten machen die Landmaschinen besonders effizient. Die Ernteleistung hat sich gegenüber dem Vorgängermodell um 25% gesteigert. Damit drischt der neue Mähdrescher mit der Energie aus nur einem Liter Diesel in weniger als einer Minute eine Tonne Getreide. Umgerechnet lässt sich mit ihm binnen einer Stunde genug Getreide für die Herstellung von mehr als 1 Million Brötchen ernten. Möglich wird dies vor allem durch die extreme Breite des Schneidwerkes. Doch sind mit fast 14 Metern jetzt auch die Grenzen des Machbaren erreicht? Ich musste an meinen Vater denken, vor 40 Jahren hat er damals schon gesagt, Mensch, mit 5,10 Meter, jetzt ist aber Ende der Fahnenstange, ne? Größer geht's doch wirklich nicht mehr. Und heute sind wir bei 13,80 Meter und 12 Meter ist schon normal. Ja, es ist die größte Erntemaschine der Welt zurzeit, aber ich denke, es wird die nächsten 20 Jahre doch noch weitere Entwicklungen geben, wo wir noch größere Maschinen, noch stärkere Maschinen sehen werden. Schon beim Vorgänger des neuen Spitzenmodells wurden sogenannte TerraTrek-Raupenlaufwerke angeboten. Der Antrieb basiert auf Ketten anstatt auf Reifen und ist inzwischen auch bei der Maisernte sehr verbreitet. Die Gummiketten verteilen das immer größer werdende Gewicht der Maschinen besser und reduzieren den Bodendruck. Folge sind längere Einsatzzeiten, selbst unter schwierigen Bedingungen und ein geringerer Kraftstoffverbrauch. Spediteure wie Joachim Fehrenkötter haben jedoch zu kämpfen, die PS-Monster zu verladen. Mit 180 Lkw hat sich sein Unternehmen auf den Transport von landwirtschaftlicher Großtechnik spezialisiert.
wären da nur nicht die Abmessungen. Die Maschinen müssen zu den Händlern gebracht werden, europaweit. Das wird inzwischen immer schwieriger, denn oft haben die Erntegiganten Überbreite und sprengen auch bei der Höhe gesetzliche Begrenzungen. Zum Einsatz kommen deshalb Spezialauflieger, die extrem abgesenkt werden können. Nur so ist es möglich, diese Riesen auf der Straße zu transportieren. Wir müssen halt eben schauen, dass wir dadurch, dass die Maschine bordbedingt schon 4 Meter hoch ist oder knapp 4 Meter hoch ist, dass wir wirklich so tief wie möglich kommen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 4-5 Zentimeter Bodenfreiheit. Das heißt, nachher beim Transport hebt die Maschine noch ein bisschen was an, dass es auf 10 cm Bodenfreiheit kommt und wird dann so fahren, dass wir halt eben nach oben nicht über die 4,10 m, 4,20 m kommen, je nachdem, wie es halt eben in der Genehmigung steht. Aber die Abmessungen sind längst nicht das einzige Problem. Auch das zulässige Gesamtgewicht von 40 Tonnen darf nicht überschritten werden. Dieser Mähdrescher wiegt in der größten Ausstattung 25 Tonnen leer. Und 25 Tonnen bedeutet, Zugmaschine mit Auflieger darf nur 15 Tonnen wiegen. Und das ist eine echte Herausforderung. Also man muss Gewicht sparen, wo man kann. Alufelgen, spezielle Technik, zum Beispiel eine mitlenkende Hinterachse, die aber nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch angesteuert wird. Die Zugmaschine muss natürlich besonders leicht sein. Da muss man natürlich immer gucken, wo bleibt der Fahrer vom Komfort her, nämlich ein schmales Fahrerhaus. Dann hat der Fahrer vielleicht ein Problem mit dem Platz. Aber ich brauche eben jedes Kilo. Entscheidend beim Kauf neuer Traktoren sind Leistung, Effizienz, aber auch Sicherheitsauflagen. Insgesamt gehören Zugmaschinen zu den Bestsellern auf dem Agrarmarkt. Selbst die 400 PS-Marke ist längst geknackt. In Deutschland werden jährlich etwa 30.000 neue Traktoren verkauft. Europaweit sind es 180.000 Zulassungen. Auffällig investitionsfreudig sind vor allem deutsche und französische Betriebe. Vom Trend zu immer stärkeren und größeren Landmaschinen profitieren besonders deutsche Hersteller, wie diese Maschinenfabrik aus dem Emsland. Vom kleinen Schmiedebetrieb hat sich das Unternehmen durch Qualität und Innovationen zu einem weltweiten Anbieter entwickelt. Agrartechnik, made in Germany, nimmt in nahezu allen Bereichen eine Spitzenstellung ein. Und es gibt immer wieder neue Produkte, die international für Aufmerksamkeit sorgen, wie diese Highspeed-Feldpresse, die sogar mit einem Designpreis ausgezeichnet wurde. Bestseller ist dieser Feldhäcksler. Er leistet bis zu 1156 PS und ist auf allen Kontinenten bei der Maisernte im Einsatz. Das Spitzenmodell ist inzwischen sogar eine der stärksten Landmaschinen der Welt und ist selbst in China, Brasilien und Chile unterwegs. Also ein echter Verkaufsschlager. Seit Jahren befindet sich die Landtechnik in einem immer schnelleren Wandel. Die Zahl der bäuerlichen Betriebe nimmt ständig ab, während die weiter bestehenden Höfe immer größere Flächen bewirtschaften. Doch nur leistungsstarke Maschinen sind dazu in der Lage, diese in zeitlich begrenzten Korridoren abzuernten. Effektivität lautet die Zauberformel, um das Bestehen zu sichern. Weil die teure Technik für immer weniger Betriebe rentabel ist, setzen viele Bauern auf die Arbeit von Lohnunternehmen. Sie führen dann die Saat- und Ackerarbeiten durch. Etwa 3000 solcher Betriebe gibt es in Deutschland. Wie hier das Lohnunternehmen Vögeding im Münsterland. Unterwegs sind amerikanische Traktoren mit einer Leistung zwischen 240 und 300 PS. Stückpreis nicht unter 180.000 Euro. Und auch ein Maishäcksler der neuesten Generation mit 900 PS. Der rund 500.000 Euro teure Häcksler, der hier für einen Biogasbetrieb im Einsatz ist, heißt Bad Bull. 500.000 Euro sind viel Geld für eine einzige Erntemaschine. Um sich bezahlt zu machen, müssen die Maschinen lange im Einsatz sein.
Jeder Ausfall kostet Geld. Die Maschinen laufen bei uns mehrere Jahre, 10 bis 15 Jahre und immer wieder rückt was nach. Natürlich, die großen Maschinen sind vollgepackt mit Technik, mit Elektronik. Und das muss natürlich auch alles irgendwo bezahlt werden. Natürlich zum Leid der Lohnunternehmer. Aber ohne diese teuren Investitionen würde es uns eigentlich nicht mehr geben, wenn wir nicht in diese Technik investieren würden. Produktivität gab den Ausschlag für die große Anschaffung. Je mehr PS ein Häcksler hat, desto höher ist der Durchsatz, also die Menge, die er erntet. Mit seinem 7,5 Meter breiten Schneidwerk schafft der Häcksler etwa 300 Tonnen Mais in einer Stunde. Unter Volllast verbraucht er rund 200 Liter Diesel. Bei schonender Fahrweise sind es 150 Liter pro Stunde. Am Ende aber ist für den Besitzer vor allem die Leistung entscheidend. Ich fahre schon 30 oder 35 Jahre Häcksler. Mit Maishäcksel spielt immer die PS eine Rolle. Und natürlich die Reihenzahl bzw. die Breite des Schneidwerks. Und wenn das Schneidwerk breiter wird, muss eben mehr PS kommen, weil einfach die Masse da ist, die klein gehäckselt wird. Hier wird aus Mais Biogas hergestellt. Das Getreide wird also nicht an die Tiere verfüttert, sondern zur Energieerzeugung genutzt. Durch den Gärungsprozess der gedroschenen Pflanze entsteht später brennbares Gas, das besonders für die Wärmegewinnung geeignet ist. Für den Lohnunternehmer bedeutet dieser Auftrag den Einsatz von 6 Mitarbeitern. Allein der Fuhrpark ist mehrere Millionen Euro wert. Noch steht der Mais. Aber innerhalb kürzester Zeit bleibt auch hier nur noch Ackerboden zurück. Die leistungsstarken Computer an Bord der Häcksler protokollieren die Qualität der Ernte bis ins Detail und werten die gewonnenen Daten sofort aus. Und natürlich liefert die digitale Technik auch alle weiteren Angaben für die Rechnungslegung und die Überwachung des Fuhrparks. Einmal klicken und alle Informationen stehen zur Verfügung. Egal, wo sich der Landwirt gerade befindet. Heute ist es so, kann die Maschine sendet, sobald eine Fläche abgeerntet wurde, die relevanten Daten wie Hektar, Tonnage, Inhaltsstoffe, alles, was den Endkunden, den Landwirt interessiert, in eine Cloud, wo dann unser Kunde, der Lohnunternehmer in diesem Fall, darauf zugreifen kann, das Ausdrucken aufbereiten kann und es stellt einen absoluten Mehrwert dar und vor allem, man kann schnell die Daten laden. Der Bau von immer mehr Biogasanlagen zur Energiegewinnung hat einen regelrechten Maisboom ausgelöst. Aktuell gibt es nach Angaben des Deutschen Maiskomitees 9.500 solcher Anlagen. Dem folgten Absatzrekorde bei den Maishäckslern. Einen regelrechten Boom erlebten auch die Hersteller der Erntemaschinen. Star auf den Maisfeldern ist der Feldhäcksler Big X. Angetrieben von einem MAN V12 Motor mit 24 Litern Hubraum und 1078 PS. Die erste Maschine jenseits der 1000 PS Schwelle. Besonders das Geschäft mit den Biogasanlagen hat dazu geführt, dass die dafür erforderliche Technik immer größer wurde. Und es sind nicht nur die Traktoren, die gewachsen sind, sondern bei Mengen von bis zu 300 Tonnen Mais in einer Stunde vor allem die Häcksler. Wer sich da als Lohnunternehmer bei den Investitionen nicht kundenorientiert zeigt, hat schnell verloren. Die Technik wird auch von unseren Kunden gefordert. Die sagen, wir haben neue Herausforderungen, geht ihr mit uns mit oder haltet ihr zurück? Und bislang haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten 40 Jahren, solange wie der Betrieb besteht, immer den Schritt nach vorne gewagt und wir haben eigentlich ein Resümee gezogen, das ist immer der richtige Schritt gewesen für uns, dass wir immer in neue Technik auch investiert haben. Hat ein Maishäcksler also nicht die passende Schlagkraft, dann ist es fraglich, ob es gelingt, einen zum Energieunternehmer gewordenen Landwirt als Kunden zu behalten. Für jeden Lohnunternehmer ein extremes Risiko.
Niedersachsen ist mit 600.000 Hektar nach Bayern inzwischen das größte Maisanbauland in Deutschland. Bundesweit beträgt die Fläche etwa 2,6 Millionen Hektar. Das sind 21% der deutschen Ackerfläche. In den 1950er Jahren waren es nur 50.000 Hektar. Jede dritte Maispflanze wandert inzwischen nicht mehr in die Mägen von Mensch und Tier, sondern wird in Biogasanlagen zu Energie umgewandelt. Der Siegeszug der Maispflanze auf deutschen Äckern hat die Landwirtschaft noch mehr industrialisiert und bei den Fahrzeugherstellern einen regelrechten Wettlauf um immer größere und leistungsstärkere Technik ausgelöst. Wenn man die heutige Größenordnung sieht, kann man sich das nicht vorstellen, wie es früher gewesen ist. Die Maisernte fing bei uns in den 70er Jahren an. Dort haben wir schon mal einen Schlepper mit 35 PS und es wurde mit 1, 2, 3 Maishäcksler gehäckselt, der am Schlepper angebaut war. Die Maiswagen, die wir gehabt haben, waren umgebaute Getreidewagen, die wir per Hand abkippen mussten. Werneck in Bayern. Hier überlegt Lohnunternehmer Martin Drescher, einen neuen Feldhäcksler zu kaufen. In der Region wird der Mais häufig als Futterpflanze für die Versorgung des Milchviehs eingesetzt. Das bedeutet andere Maissorten, weil der Mais dann leichter für die Tiere zu verdauen ist. Maschinendemonstrationen sind für die Hersteller längst ein Mittel des Vertriebs. Und wo geht das besser als auf dem Acker? Der Jaguar 950 mit knapp 600 PS wird vorgeführt. Es ist einer der meistverkauften Häcksler der Welt. Aber warum heißt der Häcksler überhaupt Jaguar? Hat der Name der Raubkatze vielleicht etwas mit der Motorisierung zu tun? Nee, da ist kein Jaguar-Motor drin. Die Maschine hat einen Mercedes-Motor mit 585 PS. Ja, was da drüber geht, über 700 PS haben wir dann MAN-Motoren. Bis 626 PS fahren wir Mercedes-Motoren. Der Jaguar, der Name Jaguar, kommt daher, dass sich der Name im Bereich Maisernte in unserem Bereich bei Klaas etabliert hat und die Häcksler schon seit Jahrzehnten mit Jaguar betitelt sind. Der Unternehmer Martin Drescher weiß, dass die Qualität des Häckslers stimmt. Jetzt aber gibt es erst einmal die XXL-Probefahrt auf dem Acker. Knapp eine halbe Million Euro kostet auch dieses Hightech-Gerät, das als Vorführfahrzeug alles an Bord hat, wovon ein Lohnunternehmer träumt. Autopilot und GPS-Technik inklusive. Der Fahrer sitzt in einer Art Kommandozentrale. Der Multifunktionsgriff ist sein bester Freund. Mehr als 1000 Liter fasst der riesige Dieseltank des 13 Tonnen schweren Häckslers. Wer will, bekommt einen 300 Liter Zusatztank. Genug Volumen also für stundenlange Einsätze. Natürlich erfüllt der Jaguar-Drescher die aktuelle Abgasnorm. Weil die Motoren vom LKW kommen, hat auch AdBlue im Häcksler längst Einzug gehalten. Aber nach welchen Kriterien schafft ein Betrieb seine Technik überhaupt an? Grundsätzlich ist es ähnlich wie beim Autokauf. Es gibt mehrere Marken. Und ob das Audi, Mercedes, BMW ist, es gibt auch Klaas und andere Hersteller auch. Wir schaffen jetzt schon seit längerem mit der Firma Klaas zusammen, sind auch sehr zufrieden. Auch was Werkstatt angeht, das ganze Service, auch Ersatzteilversorgung. Gerade bei unseren Kunden zählt natürlich auch Einsatzsicherheit. Und da ist mir auch sehr wichtig, dass die Maschinen auch dauerhaft gut funktionieren und das ganze Konzept passt. Langsam dreht das Vorführmodell seine Runden. Und ganz nebenbei muss dafür gesorgt werden, dass der Häckselbetrieb ordentlich läuft. An diesem Tag aber trifft der Lohnunternehmer noch keine Kaufentscheidung. Und das ist bei einer Investition in dieser Größenordnung auch nicht ungewöhnlich. Zurück nach Vorpommern, wo es unmittelbar nach der Ernte darum geht, die Felder für die Rapssaat vorzubereiten. Wieder ist der 600 PS starke Case Quadrac im Einsatz, von dem es hierzulande gerade einmal 5 Exemplare gibt. Er zieht einen riesigen Grubber, mit dessen Hilfe der Boden gelockert wird. Wir haben alle Möglichkeiten, damit den Boden zu bearbeiten, zu durchmischen. Einmal flach, irgendwo im Bereich bis 10 cm und dann natürlich tief im Bereich bis zu 30 cm. Das dient einfach, den Boden richtig zu lockern, Ernterückstände durchzumischen und ihn dann saatfertig zu machen, damit man so wie hier jetzt Raps aussehen kann. Bei einem Eigengewicht von 25 Tonnen
zieht der Extremtraktor den 8 Meter breiten Tiefengrubber wie ein Spielzeug hinter sich her. Fahren, das dem Traktoristen Frank Seefeld sichtlich Freude bereitet. Außerhalb des Ackers schafft das Kettenfahrzeug fast Tempo 40. Aber es kommt darauf an, was die Ketten auf dem Acker können. Wir haben durch die Kettenlaufwerke die Möglichkeit, sehr bodenschonend große Arbeitsgeräte einzusetzen, kraftschlüssig zu arbeiten und damit eben natürlich auch eine hohe Flächenleistung von circa 3 bis 7 Hektar pro Stunde, je nach Arbeitsgang, je nach Tiefe. Immer größere Maschinen dienen vor allem der Ertragssteigerung in der Landwirtschaft. Aber sie bergen auch Risiken, weil die Technik aufgrund ihrer Größe oft unübersichtlich ist. Das beginnt bei den Traktoren. Wenn die Schlepper nicht schneller als Tempo 40 sind, dürfen sie sogar schon von 16-Jährigen mit einem Traktorführerschein gefahren werden. Dabei ist es ganz egal, wie schwer und wie groß die angehängten Geräte und der Schlepper selbst sind. Folge ist eine überproportional hohe Unfallbeteiligung der jungen Traktorfahrer. Die Ursachen dafür? Ihnen fehlt es an Erfahrung. Denn für das Fahren der Traktoren ist nicht einmal eine praktische Führerscheinprüfung vorgeschrieben. Weil aber die Erntezeit oft in die Urlaubszeit fällt, müssen viele Betriebe auf die Fahranfänger ausweichen. Ist ein total schwieriges Geschäft. Also wir sind natürlich total wetterabhängig und dort immer die passenden Leute an zur passenden Stelle zu finden, ist natürlich unheimlich schwierig. Und man ist oft am Telefon Tag und Nacht und versucht natürlich, jeden Mann zu bekommen, den man kriegen kann. Ein potenzielles Unfallrisiko lauert in der Dunkelheit. Traktoren sind nicht nur mit relativ hohen Geschwindigkeiten unterwegs, sondern meistens auch im Konvoi. Und sie brauchen viel Platz. Viele Autofahrer unterschätzen diese Gefahren vor allem beim Überholen. Ebenso ein Risiko der großen Maschinen sind die scharfkantigen und spitzen Schneidwerke. Deshalb ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass diese während der Fahrt entweder hochgeklappt oder auf Anhängern mitgeführt werden müssen. Dieser Crashtest zeigt, wie schnell ein Mähdrescher zum tödlichen Hindernis werden kann und wie machtlos andere Verkehrsteilnehmer gegen die Arbeitsmaschinen sind. Mit Tempo 60 prallt ein Motorradfahrer seitlich gegen den Reifen. Seine Überlebenschance ist gering. Beim zweiten Crashtest wird eine Frontalkollision mit dem Mähwerk angenommen. Hier wäre der Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer garantiert tödlich. Selbst wenn das Schneidwerk abmontiert ist, Frontalzusammenstöße mit Autofahrern sind immer eine tödliche Gefahr. Erntemaschinen sind nicht für den Straßenverkehr konstruiert. Zurück zur Größe moderner Erntetechnik und zur Frage, was im Streben nach höherer Effizienz noch alles versucht wird. Da die Traktoren ständig schwerere Lasten zu schleppen und zu ziehen haben, sind auch die Anhänger gewachsen. Längst haben sie Abmessungen erreicht, die sich mit denen früherer Modelle nicht mehr vergleichen lassen. Einzuhalten sind aber immer noch die gesetzlich vorgeschriebenen Gewichtsklassen, weshalb mittlerweile sogar Lastwagen eingesetzt werden. Weil es aber bei der Tonnage Grenzen gibt, kommt es vor allem auf leichte Konstruktionsteile an. Für den Transport der Ernte werden aber auch immer weitere Strecken zurückgelegt. Lastwagen sind deshalb in der Erntelogistik immer häufiger zu sehen. Der LKW ist häufig bei Lohnunternehmen schon vorhanden und wird deswegen verstärkt auch für Transportzwecke mit Mulden genutzt. Ne? Nicht nur für Güllezubringer, sondern auch für Silageabfahrten etc. Und wir merken einen leichten Trend in Deutschland, haben aber auch Länder in Europa, wie zum Beispiel Tschechien, wo das schon deutlich etablierter ist, mit dem LKW in der Landwirtschaft auch auf dem Acker zu fahren. Ja. Überbreite Maschinen sind die Spezialität von Jürgen Schwarzer. Der 51-jährige Lkw-Fahrer kommt aus Berlin und ist Experte für den Transport von Landtechnik. Diesmal lädt er bei einem Hersteller im niedersächsischen Spelle. Jeder im Werk kennt Jürgen Schwarzer. Seit 15 Jahren fährt er die Technik aus dem Emsland zu Händlern in ganz Europa. Diesmal soll er eine Rundballenpresse und einen Silierwagen
zu einem Kunden nach Österreich bringen. Ein besonderes Faible für Landwirtschaft gehört für Jürgen zum Alltag. Genauso wie die Perfektion bei der Ladungssicherung. Jedes Teil sichert er sorgfältig mit Gurten, Ketten, Klötzen oder Keilen. Denn auch das Gewicht der Fracht ändert nichts daran, dass die Maschinen durch eine Bremsung plötzlich in Bewegung geraten könnten. Jeder Handgriff muss sitzen, damit die teure Fracht unbeschadet ans Ziel kommt. Es ist nicht so zu vergleichen, als wenn du einen Kühler oder einen Planzug fährst, da du jeden Tag andere Abmaße hast, jeden Tag andere Ladung hast, jeden Tag anders verladen musst und du in diesem Bereich sehr viel mit dem Kopf arbeiten musst. Das ist nicht, ich sag's jetzt mal salopp, Planzug oder Kühlerfahrer, Tür auf, Paletten rein, Paletten raus, Tür zu, Abfahrt. Läuft hier nicht, deshalb ist das auch ein richtig spezielles Gebiet, wo wir eigentlich auch, ich sag's jetzt mal, Profis brauchen als Fahrer. Große Maschinen bedeuten für Jürgen Schwarzer große Herausforderungen. Und vor allem viele Kilometer. Etwa 120.000 fährt er im Jahr. Der Kundenkreis Landwirtschaft hat für ihn noch etwas ganz Besonderes. Meistens, so Jürgen, sind es Menschen, die sehr entspannt sind und sich noch wirklich über den LKW mit der Ladung freuen. Hektik ist deshalb beim Transport der teuren Technik ein denkbar schlechter Begleiter. Hintergrund? Die Ladung hat Überbreite und besondere Vorsicht im Straßenverkehr, ist deshalb ein Muss. Und natürlich kann sich die Fracht über hunderte von Kilometern trotz sorgfältiger Ladungssicherung lockern. Die regelmäßigen Stopps nutzt der Fahrer deshalb auch zur Kontrolle. Um sicherzugehen, dass die Gurte alle gespannt sind, dass die Ladung auch noch fixiert ist und nicht lose auf der Ladefläche jetzt liegt, weil sich durch die Dehnung die Gurte gelöst haben. Und man hat ja auch Verantwortung gegenüber den Kunden und gegenüber den Verkehrsteilnehmern. Denn wenn diese Maschine ins Rutschen kommt und runterfällt, dann habe ich echt ein Problem. Zwar ist der LKW von Jürgen Schwarzer kein Schwertransport und fällt im Straßenverkehr nur durch Überbreite auf. Doch zwingt die Fracht den Fahrer stets zu besonderer Aufmerksamkeit. Zu schnell kann etwas passieren. Erst recht bei extremer Witterung. Es hat angefangen zu schneien. Zeit, einen Rastplatz anzusteuern. Viele Trucker fahren unbeirrt weiter. Zwar ist die Lenkzeit noch nicht abgelaufen, doch Schwarzer beschließt, die Tour vorsichtshalber abzubrechen. Größe und Wert der Maschinen bestimmen sein Verhalten. Ich kann hier draußen alles alleine entscheiden. Ich muss es auch alleine entscheiden. Nur ich kann sagen, es geht weiter oder es geht nicht weiter. Weil mein Disponent im Büro, der kann ja nicht sagen, ja, du musst fahren, wenn ich hier Eisdecke habe. Das funktioniert nicht. Ich habe die Verantwortung für die Fracht, für die anderen Verkehrsteilnehmer, für mein Leben, für das Fahrzeug, einfach für alles. Und da kann niemand mir sagen und auch mir niemand vorschreiben, wann ich noch weiter zu fahren habe. Wenn ich selber sagen kann, es ist unverantwortlich, dann stelle ich das Auto ab und warte, bis die Straßen geräumt sind oder die Verkehrsverhältnisse es wieder zulassen, dass ich dann eben dementsprechend sicher weiterfahren kann. Bei der Anlieferung der riesigen Erntetechnik sind auch Häfen von großer Bedeutung. Im BLG Logistic Port im Bremerhaven hat sich sogar eine eigene Abteilung darauf spezialisiert. Im High-and-Heavy Port kommt alles an, was die Hersteller in großen Mengen auf dem europäischen Markt vorstellen und verkaufen wollen. Und es ist alles dabei, was die Ernte schneller und effektiver macht. Angefangen bei normalen und riesigen Ackerschleppern, natürlich mit Kettenlaufwerk. Aber auch hochmoderne Feldspritzen, die wie riesige Ameisen wirken und das Schiff in Richtung Festland verlassen. Der Hafen ist ein Verteiler. Von hier aus gelangen die Maschinen mit LKW an die Händler. Und verglichen mit den riesigen Carrier-Schiffen wirkt selbst die übergroße Erntetechnik vergleichsweise nur noch klein und zierlich. Um die Maschinen von Bord fahren zu können, sind die in zwei Schichten arbeitenden Mitarbeiter speziell eingewiesen. Wir haben hier ein spezielles Team von 160 Leuten, die nur für eine Heavy-Ladung ausgebildet sind. Wir haben einen Instruktor, den schicken wir zu den jeweiligen Herstellern, der dann wiederum bei uns intern die Leute weiter ausbildet.
Auch gebrauchte Großtechnik will verkauft werden. Ähnlich wie auf dem Automarkt gibt es bei Landmaschinen riesige Bestände an in die Jahre gekommener Technik. Auf Auktionen kommt sie unter den Hammer. Meistens sind es Rückläufer aus Leasing- und Mietverträgen. Im Angebot sind Traktoren, bei denen selbst gestandene Händler vergeblich nach einem Käufer gesucht haben, oder Notverkäufe. Sogar ausrangierte Schneeraupen werden hier angeboten. Einen solchen Auktionsplatz steuert Jürgen Schwarze an. Das Schätzchen, das er geladen hat, ist ein alter Massey Ferguson. Mit seiner Leistung von 272 PS war der Traktor vor rund 20 Jahren eine Sensation. Schwarze hält von dem Schlepper nicht viel. Kritisch sind der Pflegezustand und die vielen Betriebsstunden. Ich weiß nicht, ob sich ein Bauer das antut. Innen der sitzt kaputt. 12.000 Stunden kauft eigentlich kein Bauer mehr. Weil der weiß genau, 2.000, 3.000 Stunden, dann ist das Ding sowieso essig. Und dann lege ich dafür vielleicht noch mal 25.000 hin? Nee, bestimmt nicht. Also das wäre wie Perlen vor die Säue werfen. Also auf keinen Fall. Also ich würde es nicht tun, sagen wir es mal so. Einen gebrauchten Großtraktor zu kaufen, ist in Zeiten von Leasingangeboten und einem harten Wettbewerb zwischen Finanzdienstleistern und Herstellerbanken aber nur dann sinnvoll, wenn hinterher keine teuren Reparaturen auftreten. Ein Risiko ist bei solchen Auktionen also immer dabei. Bei geringeren Preisen löst aber gerade die hohe PS-Zahl der Gebrauchten eine enorme Faszination aus. Die Kunden kommen aus aller Welt und erstehen nach der Regel gekauft wie gesehen. Also die Landwirte, die schauen schon nach den großen Maschinen. Neu sind sie so teuer, dass viele Landwirte das sich eigentlich nicht leisten können. Aber die Gebrauchten sind einfach greifbarer für die Landwirte. Absolut. Die träumen von sowas. Die wünschen sich sowas. Und das ist auch der springende Punkt. Wir bieten sowas. Jürgen Schwarzer hat fast jeden Tag mit großer Erntetechnik zu tun. Er kommt selbst aus der Landwirtschaft und liebt es deshalb, als Lkw-Fahrer die Ernteriesen zu bewegen. Alleine oben drin zu sitzen, über diese lange Nase zu gucken und eigentlich ein gemächtiges Gerät von 10 Tonnen zu bewegen, macht schon Spaß. Und das ist so die Laune, die es so mitbringt. Ja? Wenn du da in so einem Ding drin sitzt und sagst, wer fährt schon so einen Traktor, außer jetzt Landwirt oder sonstiges dergleichen. Modernste Agrartechnik hilft dabei, die weltweit steigende Zahl der Menschen zu ernähren. Auch deshalb werden die Maschinen immer größer und vor allem intelligenter. Dass sie fahren und gleichzeitig vollautomatisch ernten können, ist faszinierend. Erntegiganten mit viel Hightech stellt auch diese Spezialfirma her. Das Unternehmen aus Damme in Niedersachsen ist weltweit ungeschlagene Nummer 1 bei der Kartoffeltechnik. Weil der Hunger auf die Knolle überall immer größer wird, steigt das Interesse an selbstfahrenden Rodern. Das Modell Ventor gilt als Revolution in der Erntetechnik. Es hat doppelt so viele Trenngeräte zum Sieben und Fördern von Kartoffeln an Bord wie seine Vorgänger. Angetrieben wird es von einem 530 PS Lkw-Motor und ist 15 Meter lang. Leer wiegt der 670.000 Euro teure Roder 30 Tonnen. Der vierreihige und wie ein Transformer aussehende Ackergigant fasst 15 Tonnen Kartoffeln. Das macht ihn zu einem der größten Kartoffelroder der Welt. Aber Leistung ist nicht alles. Sorgsam separieren die Trenngeräte des Roders die empfindliche Kartoffelknolle von Steinen und Rückständen. Damit die Technik auf der Straße nicht unnötig Platz einnimmt, lassen sich die Trenngeräte ein- und ausklappen. Dadurch ist dieses Fahrzeug auf dem Acker doppelt so breit wie auf der Straße. Die Dimensionen sind relativ ausgereizt, weil wir gerade in Westeuropa, eines unserer Hauptmärkte sicherlich, einfach an die Grenzen stoßen, was Straßenverkehr angeht. Wir sind in dieser Box 3 Meter breit, 4 Meter hoch, ein Stück weit gefangen. Größer dürfen diese Maschinen eben einfach nicht werden und können sie auch nicht werden. Ebenfalls ein Ernteriese ist der Rexor. Diese Maschine wurde zum Roden von Rüben, Chicorée und Knollensellerie entwickelt. Es ist ein sogenannter Multi- und Kombi-Häcksler, der sich sogar zum Ernten von verschiedenen Feldfrüchten eignet. Eine spezielle Schnitttechnik sorgt dafür, dass die ganze Rübe, frei von Blättern, schonend aus dem Boden geholt wird.
Dabei schafft der Rexor 6 Reihen gleichzeitig und hat in seinem Bunker Platz für 30 Tonnen. Als bislang einzigartig gilt vor allem die gewaltige Flächenleistung. Sie liegt 25% über dem Vorgängermodell. Der Fahrer wird von sämtlichen manuellen Aufgaben entlastet. Unglaublich. Aber dank seiner modernen Technik erledigt der Roder die komplette Ernte fast im Alleingang. Ein Knickgelenk sorgt dafür, dass die gewaltige Erntemaschine trotz ihres Leergewichtes von 34 Tonnen und einer Länge von 15,6 Metern wendig bleibt. Herzstück ist der Motor mit 653 PS, der aus einem LKW stammt. Bei einem Weltprodukt wie dem Rexor gehört das zur Verkaufsstrategie. Also der Motor als Herzstück unserer Maschine ist natürlich eine ganz wichtige Komponente. Und dadurch, dass wir die Maschinen eben in den Weltmarkt verkaufen, in Ecken dieser Welt, in 120 verschiedene Länder dieser Welt und ja auch nicht in Ecken, wo wir in den Großstädten, Metropolen sind, sondern teilweise eben im ländlichen Bereich. Und dort ist es extrem wichtig, dass wir eine Serviceverfügbarkeit haben, die diesen 650 PS starken Motor auch warten kann. Und das ist mit dem Haus Mercedes, mit MTU, eigentlich weltweit flächendeckend gewährleistet. Dadurch, dass sie aus der Lkw-Branche kommen, haben die Motoren, Ersatzteile und Servicekompetenz eigentlich überall auf der Welt, wo wir unterwegs sind. Ein anderer Hersteller aus Bayern baut ebenfalls mehrreihige Maschinen für die Zuckerrübenernte. Bei Modell Tiger 6S aber sind gleich noch ein paar PS hinzugekommen. Und so nimmt es der leistungsstarke Rübenroder mit jedem Acker auf. Ein Volvo-Motor mit 16 Litern Hubraum bringt es auf bis zu 796 PS. Maximales Drehmoment 3650 Newtonmeter. Speziell für das Flaggschiff wurde ein neuartiges Fahrwerk entwickelt. So wird das Wanken der Maschine auf ein Drittel reduziert. Mit gesteigerten Tagesleistungen und geringeren Betriebskosten hofft das Unternehmen, die Raubkatze auf die internationalen Rübenfelder zu bringen. Und damit sich auch der Fahrer wohlfühlt, wurde zusätzlich an der Kabinenausstattung gearbeitet. Zwar ist es vom Rübenroder bis zum Raumschiff noch ein weiter Weg, aber der spacige Computerarbeitsplatz zeigt, wie weit die Digitalisierung vorangeschritten ist. Jede Phase der Ernte wird für die Auftraggeber lückenlos dokumentiert. Zur Qualitätskontrolle liefern vom Kabinendach aus vernetzte Kameras Bilder des Rübenbestandes vor und nach der Ernte. Per Ferndiagnose können Servicetechniker auf die Maschinensteuerung zugreifen und dem Fahrer bei Problemen helfen. Mit dieser Maschine beschreiten wir eine neue Ära in unserem Sektor, denn diese Maschine ist komplett vernetzt. Diese Maschine hat Telematik integriert, sie hat eine SIM-Karte drin, sie ist verbunden mit unserem Online-Portal. Somit eröffnen wir die Basis für eine Vernetzung von Maschine und Online-Portal, wo wir quasi die Auftragsdaten der Maschine auslesen können, wo wir sehen, was macht die Maschine gerade und wo wir in Zukunft auch unseren Fahrern und Kunden beim Service helfen können. Aber auch diese Technik hat mit rund 600.000 Euro ihren Preis. Geld, das viele Kunden nur dann aufbringen können, wenn der Tiger nahezu rund um die Uhr eingesetzt wird. Kein Problem. Denn mit einer speziellen Power-LED-Beleuchtung macht diese Maschine sogar die Nacht zum Tag. Die Stimmung bei den Herstellern ist gut. Hintergrund ist vor allem das steigende Interesse an hochwertigen Nahrungsmitteln, die für die Ernährung von immer mehr Menschen erforderlich sind. Schon jetzt hält die weltweite Getreideernte mit dem Verbrauch nicht mehr Schritt. Hocheffektive Erntetechnik hilft der Landwirtschaft, die Produktivität zu steigern.